Guten Abend im Deutschen Filmmuseum zur Eröffnung der Reihe zu Gordon Parks IMU, genauso betitelt wie die Ausstellung, die schon seit September läuft und noch bis Januar im The Cube in Eschborn. Und zwar, diese ganze Geschichte ist eine Kooperation zwischen der Deutschen Börse Fotografie Foundation und zwischen dem Deutschen Filmmuseum. Die Idee dahinter war, dass also Gordon Parks Ausstellung gab jetzt auch in Berlin, in München, in Amsterdam. Da sind jetzt einige Werke rumgetourt. In Frankfurt ist die Ausstellung noch größer, da einige Sachen ergänzt wurden. Und die Idee war, dass man nicht wie bei den anderen Ausstellungsorten und wie mittlerweile oft im Kunstkontext üblich, dann irgendwo in einem kleinen separaten Raum oder irgendwo lieblos in den Raum auf dem Monitor die Filme dann noch irgendwie unterbringt, sozusagen als Anhängsel der sonstigen Ausstellung, sondern dass man die auch adäquat im Kinoraum präsentiert, was in anderen Städten eigentlich nicht in dem Maße dann gemacht wurde. Da freuen wir uns eben sehr, dass die Deutsche Börse Fotografie Foundation da auch auf uns zukam. Und dass diese Kooperation und auch mit großzügiger Unterstützung der Deutschen Börse Photography Foundation zustande kam. Diese Reihe ist nämlich auch wirklich was Besonderes, in nicht nur im europäischen, eigentlich im weltweiten Kontext. Es ist uns gelungen, bis auf einen Fernsehfilme sind immer noch mal ein besonders schwieriger Fall, bis auf einen Fernsehfilm das komplette filmische Werk von Parks jetzt hier im November nach Frankfurt zu holen. Und es ist auch so, dass, ja, es war mit großen Mühen verbunden, weil es gibt, keiner dieser Filme kommt aus Deutschland. In Deutschland liefen zwar ein paar Filme von Parks, unter anderem natürlich Chef und die Fortsetzung. Allerdings waren das natürlich damals deutschsprachige Kopien und heute auch nicht mehr verfügbar. Wir haben natürlich den Anspruch, die Filme im Original, wenn immer möglich, zu zeigen. Deswegen kommen die Kopien jetzt tatsächlich aus England, aus Luxemburg, aus Schweden, aus Italien und viele aus den USA. Und ja, insofern eine wirklich seltene Gelegenheit hier im November, diese Sachen sich anzusehen im Kino. Alle Filme in der Originalsprache, alle Filme im Originalformat. Also das wird so schnell nicht wiederkehren. Gab es in Europa, glaube ich, bislang noch gar nicht. In den USA gab es einige Reihen zu Gordon Parks, die aber meistens auch nicht diesen Umfang hatten und diese Originaltreue in dem Sinne. Ja, ich freue mich, Sie haben auch die Gelegenheit, eben dem The Cube in Eschborn die zugehörige Ausstellung mit fotografischen Arbeiten, 180 Fotografien von Gordon Parks, zu besichtigen. Da können Sie in unserem Programmheft oder auch auf der Homepage die Adresse entnehmen, Deutsche Börse Fotografie Foundation.org ist sie, glaube ich. Können Sie kostenlos sich zu einem Termin anmelden. Das ist nicht so wie bei vielen Museen, dass man einfach täglich hingehen kann, sondern es gibt ausgewählte Termine, zu denen man sich anmelden muss. Dann aber wiederum kann man eben diese Ausstellung kostenlos besuchen, auf Führungen teilnehmen. Ich denke, das lohnt sich unbedingt und ich kann auch empfehlen, eben, wie gesagt, diese rare Filmreihe im November noch mehrmals zu besuchen. Die Gelegenheit wird nicht so schnell wiederkommen. Ja, nachdem eben Gordon Parks in Deutschland jetzt jenseits vielleicht von Shaft kaum bekannt ist, dachten wir uns, es ist auch sinnvoll, vielleicht am Anfang der Reihe eine kleine Einführung über das Gesamtwerk zu stellen. Etwa eine halbe Stunde haben wir jetzt gesagt. Wird Sebastian Knoll von der Deutschen Börse Photography Foundation uns halten, so ein bisschen Überblick über das fotografische und filmische Werk, so ein bisschen eine Einstimmung, Einführung auf das Werk. Ja, und ich freue mich sehr, dass er hier ist und uns jetzt ein wenig auf Gordon Parks einstimmen wird. Vielen Dank. Auch für uns ist es eine besondere Sache und auch eine neue Situation, dass wir mit dem Filmmuseum kooperieren. Im Falle von Gordon Parks kann man ja wirklich sagen, das ist ja auch sozusagen ein dankbares Thema. Also was gibt es Besseres als eine schöne Fotografieausstellung eines bei Gordon Parks kann man wirklich schon fast vom Universalgenie sprechen, das ist ein großes Wort, aber der hat wirklich viel gemacht. Was das im Einzelnen ist, werde ich gleich auch erläutern. Aber zunächst möchte ich auch nochmal sagen, Kooperationen sind ja immer so eine Sache, die machen viel Arbeit, man muss viel kommunizieren und so weiter. Und insofern ist das auch so schön, dass wir hier so hervorragend unterstützt wurden. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass Sie oben links im Eingangsbereich neben hinter der Ticketverkaufstheke, links neben der Kaffeebar, dass dort eine kleine Ausstellung zu sehen ist. Das sind Arbeiten von Gordon Parks, fotografische Abzüge aus der Art Collection Deutsche Börse. Das heißt, die gehören zur Sammlung der Deutsche Börse, die wir hier präsentieren dürfen. Also auch nicht nur vom Filmprogrammteam, sondern auch von den Kolleginnen des Ausstellungsbereichs sind wir hier unterstützt worden. Und Sie sehen, hier werden verschiedene Stränge führen hier zusammen und ergeben vielleicht auch einen tieferen Einblick in das Werk von Gordon Parks. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen,
Andreas Beilharz hat gerade gesagt, dass die zur Lage der Originalkopien es gibt heute ein kleines Kuriosum, und zwar folgendes. Was wir uns heute angucken werden, sind zwei 16mm Kopien. Eines davon, oder ich glaube sogar beide, sind aus dem Chicago Film Archive. Andreas, ist das richtig? Ja. Und im Fall von dem Film Flavio war von Anfang an klar, dass es sich dabei um einen Schwarz-Weiß-Film handelt. Im Fall von The World of Piri Thomas rechneten wir eigentlich mit einem Farbfilm. In der Tat, es ist auch ein Farbfilm. Es handelt sich hier aber um eine Schwarz-Weiß-Kopie eines Farbfilms. Mit anderen Worten, wir haben nicht viel Farbe heute, in diesem Fall für diese Kopie. Wir haben gestern mal reingeguckt in einen Akt, wir sind uns aber alle einig, dass das wirklich eine hervorragende Schwarz-Weiß-Kopie ist. Sie funktioniert in gewisser Weise, aber es soll sozusagen an der Stelle einfach klargemacht werden, dass es sich dabei handelt. Die Argumentation des Filmarchiv ist ganz interessant. Die Information ist sozusagen jetzt erst auf Nachfrage nochmal was, habe ich das falsch gesehen? Auf YouTube gibt es The World of Piri Thomas, kann man sich den angucken, so in so einer gruseligen Version, aber eben in Farbe. Und dann haben wir gedacht, wenn die spinnen und was habe ich da gesehen und so weiter und so fort. Ist das manipuliert, ist das irgendwas anderes? Und auf Nachfrage kam dann, ja, also das ist so, wie das so ist mit Farbkopien, die Farben verblassen irgendwann oder schlagen um und werden rotstichig und so weiter. Das heißt, diese Kopie wird irgendwann unspielbar. Deswegen haben die irgendwann Sicherheitskopien sozusagen gemacht, die auch wie so ein Ausstellungsprint oder so eben auch auf Tour geht und eben verliehen wird. Nur, wie gesagt, diese Information war eben vorher nicht irgendwie in Erfahrung zu bringen. Aber jetzt wissen wir das. Aber Gordon Pax war ja auch ein hervorragender Schwarz-Weiß-Fotograf, aber eben auch auf dem Gebiet der Farbe. Im Laufe der Zeit werden wir hoffentlich in Genuss von beiden dann kommen. Der Monat hat ja eben erst angefangen. I can only speak through personal experience. Dieser von Pax in einem späteren Interview geäußerter Satz erzählt viel über die innere Gestimmtheit, die Pax seinen Themen gegenüber einnahm, einnehmen musste, um jenes Werk hervorzubringen, auf das wir heute in Publikationen, Ausstellungen und dieser Filmreihe zurückblicken. Der Satz Pax, sich nur artikulieren zu können, wenn dem eine persönliche Erfahrung, eine persönliche Involvierung vorausging, ist tatsächlich mehr als eine bloße Geste eines in die Jahre gekommenen Pressefotografen. Pax machte aus seinen zahlreichen Talenten nie einen Hehl und benötigte zur Artikulation seiner kreativen Schaffenskraft offenbar auch mehr als ein Medium. An prominentester Stelle steht die Fotografie, die er bis zu seinem Tod im Jahre 2006 als Greis sogar im Inneren seines New Yorker Zuhause weiterverfolgte. Pax ist später so zu einer Art abstrakten Fotografien gefunden, über Akt hat er alles noch gemacht und hat dann auch ganz interessant angefangen zu malen, hat dann diese Gemälde fotografiert, hat kollagiert, hat die ausgeleuchtet und so raffinierte Sachen, weil sich irgendwie dieser Bewegungsradius immer mehr verkleinerte. Daneben ist er immer wieder zur Lyrik zurückgekehrt, in zahlreichen Publikationen. Zuletzt 2005 mit dem Band Eyes with Winged Thoughts. Inhaltlich blickt er, wie in anderen Schriften zuvor auch, zurück zu Kindheit und Familie und widmet sich dem globalen Zeitgeschehen mit Gedichten wie Breaking News, Haram, Haram, Haram oder Lunch in Mosul. Wie so vieles von Pax, von seiner Musik über seine Dichtung bis zu seiner warmen, leicht vernuschelten Interviewstimme, ist der ganze Band von einer tiefen melancholischen Grundstimmung geprägt. Man merkt, hier sitzt ein alter Mensch vor CNN und kommt kaum noch nach mit der Empörung über die brutale Selbstverständlichkeit weltweiten täglichen Sterbens. Dabei war Pax einst Teil der Massenmedien,
Für sie und mit ihnen hat er Bilder produziert, die bei Hunderten, besser Tausenden von Lesern ähnliche Reaktionen, ja Bestürzung und sogar helfenden Aktionismus ausgelöst haben. Auf dieses visuelle Erbe schauen wir heute. Das Besondere bei Parks ist ja, dass es gewissermaßen zwei getrennte Welten gibt, die durchaus bei näherer Betrachtung natürlich zusammengehören, aber die man erstmal so gar nicht zusammenkriegt. Also wir haben hier ein Frühwerk von ihm, das ist die Ella Watson, die er in Washington DC Anfang der 40er Jahre kennenlernt. Ich komme später nochmal auf sie zurück. Und wir haben natürlich den Actionfilm Shaft, früher sogenannter Blaxploitation-Film, Studioproduktion, gibt ja diese zwei Start-Erzählstränge sozusagen. Van Peebles als Independent-Regisseur und Shaft sozusagen als Studio-Version des gleichen Schemas. Interessant ist, dass Parks überhaupt sozusagen diese Aufgabe gestellt hat, weil er selbst eigentlich in einem anderen Kosmos irgendwie zu Hause war. Also er hat ja geschrieben, er hat auch Romane geschrieben. The Learning Tree ist ein früher Roman von ihm, so ein autobiografischer Roman. Es folgen Liebesromane, Beziehungsromane. Einer seiner letzten ist The Sun Chaser, wo er sozusagen eine Art historischen Roman über das Leben von William Turner vorlegt, und weil ihn das eben interessiert hat. Aber es gibt jetzt also keinen Kriminalroman oder so. Also warum also einen harten Actionfilm, der ja auch für natürlich für ein gutes Stück auch sozusagen schwarzen Selbstbewusstseins und Selbstverständnisses irgendwie steht dort 1971. Aber diese beiden Universen sozusagen, die scheinen erstmal irgendwie auseinander zu klaffen und finden sich aber dann irgendwie wieder, und dieser Spur versuchen wir mal nachzugehen. Das Interessante ist nämlich, dass Parks immer wieder bis heute so von der, was wir so als allgemein gesagt, so als Popkultur, Populärkultur auch immer wieder angesprochen, in Anspruch genommen wurde. Und jetzt ist sowas natürlich vergänglich, wie das mit Popkultur ist. Eigentlich funktioniert auch so eine Präsenz natürlich und auch eine gewissermaßen Lebendigkeit eines Werks immer nur so lange, wie einer gewissermaßen noch am Leben ist und irgendwie bei Charlie Rose am Interviewtisch irgendwie Platz nimmt und so weiter. Wenn das nicht mehr passiert, gehört das Werk irgendwie anderen. Das verschiebt sich dann so. Im Falle von einem Künstler, Fotograf und so weiter, natürlich irgendwie dem Kulturbetrieb, Ausstellungsbetrieb und Kunstmarkt. Das sind dann aber nicht mehr die Leute, die wir sozusagen vorher irgendwie so dazu zählen, zum Beispiel hier die Hip-Hop-Community. Was wir hier sehen, das ist das XXL-Magazin, bekanntes Hip-Hop-Magazin, vor allen Dingen in den 90er Jahren eine bekannte Größe. Und die inszenieren hier den Greatest Day in Hip-Hop-History, sagen sie, weil sie sozusagen die geballte Macht-Elite der 90er Jahre Rapper und Hip-Hop-Künstler hier zu einem riesigen Gruppenfoto zusammenstellen. Wer ist der Bildautor? Gordon Parks. Das ist auch insofern interessant, weil das ist ja nun kein Bild, bei dem Sie jetzt so einen ganz speziellen Fotograf eigentlich brauchen. Das könnte ja sozusagen irgendwie auch ein Schulfotograf machen. Aber Gordon Parks wird hier natürlich genommen, weil er gewissermaßen mit dieser Shaft-Referenz derjenige Ansprechpartner ist gewissermaßen, der sozusagen die Kompetenz auch für den Umgang mit African-American Consciousness, mit einem Selbstverständnis, auch mit sozusagen
medialen Vorbildern ist. Also die Figur Shaft, gespielt von Richard Roundtree, ist eine Ikone der Popkultur. Die Kleidung, die Sprache, die Musik von Isaac Hayes und so weiter, das ist Bestandteil. Und deswegen gibt es sozusagen diese Idee, hey, in Harlem wird dieses Bild gemacht, was wiederum eine Reinszenierung eines wesentlich älteren Bildes ist, das führt zu weit, aber das ist sozusagen schon mal aufgenommen worden mit schwarzen Jazzmusikern an gleicher Stelle. Und die Idee ist sozusagen, wir stehen in der Imitatio dieser Vorväter, sozusagen musikalisch und ethnisch und kulturell. Und deswegen wird sozusagen diese Situation nochmal hergestellt. Und der Fotograf dafür, das sozusagen ist Gordon Parks. Interessant ist, dass sich das gewissermaßen wiederholt. Parks bleibt sozusagen Teil eines, und das sage ich jetzt mit aller Einschränkung, gewissermaßen visuellen, popkulturellen Spektrums. Denn wie es der Zufall so will, dieses Jahr ist ein neues Album von dem amerikanischen Rap-Artist Kendrick Lamar erschienen. Damn heißt das Album, und da gibt es einen Song drauf, der heißt Element. Und es gibt ein Video dazu natürlich, das sich in einzelnen Einstellungen ganz lose, ganz klar, ganz bestimmten Fotografien von Gordon Parks zuordnen lässt. Das ist natürlich ein riesen Hype. Es gibt, glaube ich, mittlerweile Webseiten, wo dann die Leute sagen, dies und jenes und da und so weiter. Und das ist auch klar erkennbar, und darum geht es auch sozusagen in dem Video. Es wird nicht irgendwie inhaltlich oder so darauf Bezug genommen, sondern es wird sozusagen unkommentiert, sind diese Arbeiten von Parks präsent. Deswegen reicht gewissermaßen diese mediale Anziehungskraft tatsächlich bis heute hinein, und es gibt wieder diese Hip-Hop-Verbindung. Aber solche Videos wachsen natürlich auch nicht an den Bäumen oder so, sondern das sind auch Leute, die sich mit ganz bestimmten Themen auseinandersetzen und so. Die Frage ist sozusagen, inwieweit ist das wirklich tatsächlich ein lebendiger Zugang und eine lebendige visuelle Kultur, bei der sozusagen auch Parks als Referenzpunkt von den Leuten, die sich dieser Kultur zugehörig fühlen, sozusagen verstanden werden kann. Das ist sicherlich nochmal was anderes. Oder anders ausgedrückt, ich vermute mal, wenn Sie eine Umfrage machen würden, sozusagen in Schulklassen oder so, wer kennt Kendrick Lamar und so, und wer kennt irgendwie Gordon Parks, dann werden Sie unterschiedliche Ergebnisse haben. Nichtsdestotrotz muss man natürlich registrieren, da gibt es sozusagen eine Verbindung, die nach wie vor irgendwie da ist, auch außerhalb dieses gesamten Ausstellungsbetriebs sozusagen von Berlin, Amsterdam, Eschborn und zurück. Ja. Und das ist auch schon Shaft. Und das Interessante bei Shaft ist ja, es ist ein Film, der eine Art Detektivgeschichte erzählt im Großstadtumfeld New York, Harlems, und der gewissermaßen nicht nur die Figur des John Shaft als Protagonisten liefert, sondern auch die ganze Stadt und alles, was dazugehört. Im Detail ist es eben Harlem. Und Parks tastet es ab, und man merkt es in den Einstellungen, der will das alles drin haben, der will das Autogehupe, der will die Spiegelungen in den Ladenfenstern, den Krimskrams in den Auslagen und so weiter. Das ist ihm wichtig, und das beobachtet er sozusagen als Fotograf, und das beobachtet er als Fotoreporter und als jemand, der auch sich in diesem urbanen Raum irgendwie bewegt und der auch irgendwie fasziniert ist von diesem Raum. Ich erwähne das auch deswegen, also das, was Sie hier sehen, das sind also von mir jetzt also rausgeschnippelt,
Das ist ja immer so eine Frage, darf man das, ne? Das ist ja ein Film. Jetzt komme ich da an, erzähle über Fotos und dann mache ich sozusagen auch so eigene Fotos aus dem Film und so. Das, mir geht es wirklich nur darum, sozusagen, um Beispiele zu zeigen, um da ein Schlaglicht, dass das was anderes ist, wissen wir alle. Aber was Parks macht, ist, er beobachtet sozusagen diesen John Shaft, gespielt also, wie gesagt, von Richard Roundtree, wie der da so durch New York geht, auch wie selbstverständlich immer über die Straße, ist total interessant. Der ist sozusagen sein eigenes Gefährt. Die Hupen und so weiter, und der reitet da rein, der reitet in die Stadt. Der kommt eigentlich aus der U-Bahn drauf und überquert dann Times Square und so weiter. Und das ist sozusagen der Sheriff, der Cowboy, reitet in die Stadt, deswegen er ist Teil dieses Straßenverkehrs, fertig aus. Und er beobachtet das erstmal mit einem Teleobjektiv und schwenkt mit, wie der so mitgeht. Und dann gibt es verschiedene andere Einstellungen und so weiter. Aber es ist erstmal ein sehr, sehr distanzierter Blick. Und wir hören jetzt schon den Opener, den Main Theme von Shaft, komponiert von Isaac Hayes, wo sozusagen auch schon das Thema abgesteckt wird. Es wird dann auch so gesungen im Text, dann schon alles versteckt, worum es bei dem Shaft geht und so. Und ich erwähne das auch deswegen, weil es gibt eine ganz interessante Kritik von jemandem, der eigentlich kompetent ist sozusagen auch für dieses Genre und für diese Filme. Vielleicht, manch einer kennt es vielleicht von Quentin Tarantino, der hat mal gesagt, Kung-Fu-Movies used the theme, the Shaft theme better than Gordon Parks in seiner Credit Sequence, also in der Eröffnungssequenz, in der Titelsequenz. Das ist eine Kritik, die, glaube ich, von jemandem kommt, der natürlich weiß, wie man Filme macht und so, und der ja auch sich immer verneigt vor seinen Vorbildern, zu dem auch eben Filme dieser Art gehören, aber der natürlich auch ein anderes Denken hat, sozusagen einer, der immer vom Film ausgeht. Das hat Parks nicht gemacht, das hat ihn auch nicht wirklich interessiert. Das ist keiner, der vom Film kommt, das ist keiner, der sagt, das sind tolle Filme, ich will das so machen wie die oder ich will das anders machen oder Film muss so sein, Film muss so sein. Der hat auch nicht in der Montage gedacht, das war nicht sein Ding. Den hat das interessiert, sozusagen, wie fotografiere ich diesen Stadtraum, wie fotografiere ich diese Körper, wie funktioniert das miteinander. Und ich glaube, wenn man diese Eröffnungssequenz, vielleicht schauen Sie es demnächst, mal sich anguckt und sich klar macht, da guckt ein Fotoreporter, ein ehemaliger Live-Fotograf auf diese Stadt, dann kriegt die auch mehr Pep. Ja? Also dann erwarten sie nämlich nicht, dass sie jetzt eine Montage sehen, Stiefel, Gürtelschnalle, Autospoiler, Lampe, Ampel und so weiter, sondern dann ist es klar, dass der verfolgt wird und so weiter. Das Schöne an den Filmen von Gordon Parks ist auch Folgendes: sie stecken auch voller interessanter Details. Und zwar achten Sie mal auf Folgendes: dieser blinde Zeitungsverkäufer, der Blinde ist immer der Seher, ist klar, sozusagen antikes Vorbild. Und das heißt, der weiß am meisten. Und das ist auch der erste von. Es gibt zahlreiche so Informanten. In Shaft, da kommt dann der John Shaft und sagt, hey, wie sieht's aus? Und dann fangen die Leute an zu zwitschern. Und das ist sein erster, auf den er da stößt. Und das Tolle ist natürlich, der Fotoreporter Parks hat einen Informanten, ein Orakel, einen blinden Seher, der in einem Zeitungskiosk beheimatet ist. Und der weiß alle Informationen und er hat auch so hier so eine TV-Zeitungsweste, ne? TV-Guide. Und ist umgeben von den Blättern der Massenmedien. Ja? Das ist auch schön, ist auch ein Bild, das also jetzt auch langsam verschwindet, jetzt sowieso, genau. Und aber das war ja so, ne? Ein paar Groschen in die Hand und dann hat man sich die Zeitung vom Stapel genommen. Und diese Details, von denen ich sprach, schauen Sie mal, hier ist das Essence Magazine. Gordon Parks war einer
der ganz frühen Herausgeber des Essence Magazine. Das ist Essence und Ebony, das sind so frühe, alte, etablierte Magazine. Ich glaube, Essence ist, glaube ich, auch nur für Frauen, also für African American Frauen mit, da ist so alle Beauty, die neue Herbstmode, People und so weiter drin. Also so ein Magazin. Und das ist da natürlich. Und in anderen, es gibt auch Einstellungen, auch in Chef 2, in der Fortsetzung auch von Parks, liegen dann auch diese Zeitschriften auf dem Tisch und so. Das lässt er sich nicht nehmen. Genauso wie der schöne Gag, selbst auch sich auch mit reinzuschmuggeln. Ne? Also geht dann die Reise weiter und so weiter und der fragt überall und der Parks spielt also hier einen Vermieter, der gefragt wird und der sieht auch aus wie Parks, er hat auch immer auch einen Sakko an und so weiter und dann sagt er, nee, keine Ahnung, wo der ist, aber mal schönen Gruß, der schuldet mir noch eine Miete und so. So, aber der Reihe nach. Jede gelungene Biografie, ob die eines Genies oder eines Durchschnittsgeists, ist stets durchsetzt mit vorteilhaften Zufällen, kurz Glück, und einem bestimmten Anteil eigener Begabung. Auch das Leben von Gordon Parks ist durchsetzt mit dilettantischen Fehlgriffen und genialen Volltreffern, mit beinahe Schiffbrüchen und Leistungen, die eben nur Parks in dieser und jener Zeit vollbringen konnte. Und wie das Leben so spielt, wäre die Welt beinahe um einen so hochbegabten Menschen wie Gordon Roger Alexander Buchanan Parks, voller Name, gebracht worden. Als das Herz des Neugeborenen am 30. November 1912 nicht schlagen will, taucht kurzerhand der geistesgegenwärtige Arzt den Knaben, der mehr tot als lebendig ist, in eine Schüssel mit Eiswasser. Der Name des Lebensretters, Dr. Gordon, wurde im Schwung der elterlichen Freude über die gelungene Rettung zum ersten Vornamen des jüngsten von 15 Kindern der Familie Parks umfunktioniert. Die Versuchung liegt nahe, die eiskalte Erweckungslegende mit dem vielleicht bekanntesten Filmhelden des sogenannten Blaxploitation-Kinos in Verbindung zu bringen, nämlich mit dem von Richard Roundtree verkörperten Private Eye John Shaft. Ein Harlem-Superhero, Badass, ein harter Hund, Frauenheld und rechtschaffender Ganoven und Polizistenschreck. Das ist ganz wichtig bei Shaft, der mag eigentlich überhaupt niemanden. Und lässt sich ja also auch von niemandem was sagen. Das ist total interessant. Das ist totaler Anarch. Und das ist auch deswegen interessant, weil der lässt sich auch nicht einspannen für irgendeine politische Agenda. Übrigens genauso wenig wie Parks das gemacht hatte. Der hatte gute Kontakte und er hat sich mit allen möglichen Leuten gut verstanden. Und er kannte auch Radikale und so weiter. Patenonkel von der Tochter von Malcolm X und so. Aber der hat sich nie einspannen lassen und hat nie gesagt, ich gehöre zu dem Club und nur zu dem. Das ist ganz wichtig. Ein bisschen wie John Shaft. Der Coolste der Coolen kann vielleicht nur einen Regievater haben, der selbst im Eise geboren ward. Das ist auch nochmal ganz interessant. Achten Sie mal darauf. Das sind alles Einstellungen jetzt, das ist alles auch nochmal Shaft. Und wenn Sie vielleicht die Publikationen kennen, die Live-Reportagen oder jetzt die Ausstellung in Eschborn sich mal angucken. Es gibt verschiedene Serien, die sich dann mit Verbrechen und so auseinandersetzen, wo er dabei ist, wie ein Polizeieinsatz vonstatten geht und so. Und irgendwie so eine Dealer-Wohnung hochgenommen wird und so weiter. Da haben sie dann, finden sie diese Motive wieder. Was aber auch ganz wichtig ist, und ich finde, das ist wirklich was, darauf sollten Sie achten, er macht so einen ganz, ganz interessanten Gebrauch von so einer Art Staffelung des Raumes. Wenn Sie mal gucken, das klingt erstmal so banal, so na und, aber schauen Sie mal, bei ihm gibt es immer ganz oft diese Durchbrüche, ja? Durchsichten und so. Die finden Sie nämlich sozusagen seit den 40er Jahren bei Ihnen auch in der Fotografie, der experimentiert damit. Der ist erstmal
so eine Weile macht er so ganz statische Porträts und so und orientiert sich so an seinen Vorbildern bei der FSA. Erzähle ich gleich nochmal. Und dann sprengt er das und macht sich so den Raum mit seiner Fotografie selbst zu eigen, indem er sozusagen diese die Raumspannung erhöht und den Raum irgendwie visuell interessanter macht, indem er auf solche Momente setzt. Hier, das ist The Learning Tree. Das ist sozusagen sein Film, an der auch immer wieder wichtig ist für ihn, der auch deswegen auch wichtig ist, weil man ihm dort eine sehr hohe sozusagen Verantwortung übertragen hat, nämlich Regie zu führen, das Drehbuch zu schreiben, die Produktion zu verantworten als Produzent dieses Films und die Filmmusik zu schreiben. Und zwar alles zum ersten Mal. Er hat also weder vorher einen Spielfilm Regie geführt, noch irgendwelche Erfahrungen intensiverer Art an Filmsets. Und er macht den nun und der The Learning Tree ist ein wirklich wackeliger Gehversuch. Das, glaube ich, kann man so sagen. Man kann über Leute, glaube ich, die was auf dem Kasten haben, kann man auch mal sagen, den sollte man trotzdem sehen, einfach um zu verstehen, sozusagen, wie er an Fahrt aufnimmt. Also sozusagen abschäft, versteht er, wie das geht und er traut sich mehr. Traut sich mehr, auch mit Licht zu arbeiten, auch wahrscheinlich auch über seinen DP durchzusetzen und zu sagen, jetzt drehen wir das mal runter mit dem High Key und so. Denn der Learning Tree sieht stellenweise in der Tat tatsächlich so ein bisschen aus wie ein bisschen so Bonanza und der Seiteneingang vom Hessenpark. Aber er funktioniert aber dann wiederum, wenn man, wie gesagt, sozusagen gelernt hat, auf die kleinen Details zu achten und sozusagen dort eine Bildsprache zu entdecken, die zurückreicht auf den Fotografenparks eben. Und da stellen wir fest, das sind immer wieder diese Beobachtungsmomente. Einer guckt runter irgendwo durch. Schauen Sie mal hier, das ist von 1948 eine frühe Live-Serie. Eine Reportage über eine Gang, eine ganz bestimmte Gang in Harlem und die Gangkultur. Im Fokus Red Jackson, das ist der, Anführer der Gang. Und dann gibt es eine Situation, wo die sich in Sicherheit bringen müssen in ein verlassenes Haus und so. Das wird alles geschildert und gucken, also wo kommen dann die Gegner. Und diese Momente des Lauerns und so weiter, die finden sich dann eben teilweise auch hier wieder. Auch hier nochmal, es ein bisschen spannender, um den Raum irgendwie zu gestalten, diese eigentlich drögen Dialogszene. Aber hier sehen Sie, da hinten räumen die gerade auf, die hatten dann Wirbelsturm vorher und so weiter. Und Parks greift also immer wieder darauf zurück. Und das ist etwas, was sozusagen auch tief verwurzelt ist bei ihm, dieses nochmal über Dinge neu nachdenken. Das ist ziemlich interessant. Man könnte fast sagen kauzig, denn Parks hat, sehen Sie sich das an, insgesamt 4 Autobiografien verfasst, 4. Und das ist natürlich interessant, man fragt sich, ist es nicht irgendwann mal erzählt, ja? Und da kommt das eigentlich ins Spiel, dass man sich natürlich auch die Frage stellen muss, inwieweit ist sozusagen selbst Fotografie in einer ganz bestimmten Ernsthaftigkeit betrieben und so weiter, nicht auch eine Art Erforschung auch des eigenen Lebens und des Nachdenkens auch immer wieder über sich selbst. Die sind natürlich in Variation, es gibt natürlich auch Themen, die sind dann in dem einen behandelt, im anderen nicht und so weiter. Aber, und dann gibt es aber wieder Stellen, die sind sozusagen in Variation wieder drin und immer wieder und so. Aber
man merkt sofort, da hat einer was sozusagen zu erzählen und das, das will er in einer ganz besonderen Detailgenauigkeit, in einer ganz besonderen Intensität machen. Ich habe jetzt hier The Learning Tree noch mit drin, weil das eben ein autobiografischer Roman ist, also die heißen alle anders und so weiter und es spielt auch woanders und so, aber es ist klar, um was es irgendwie geht und es sind eben Versatzstücke und Half Past Autumn ist ein schöner Ausstellungskatalog von Ende der 90er Jahre, umfangreiche Ausstellung auch zu Parks, in dem er nochmal kapitelweise eigentlich auch sehr vieles gliedert und dann auch wieder auf die Autobiografien zurückgreift, aber auch wieder Neues hinzufügt und so weiter. Aber im Kern haben wir diese vier, ja. Die materiell arme, aber sonst glückliche Kindheit im ländlichen Kansas, dem Sunflower State, endet abrupt mit dem Tod der geliebten Mutter. Parks muss von nun an als Teenager auf eigenen Beinen stehen, doch er ist gut vorbereitet. Zeit seines Lebens werden ihn die Ratschläge seiner Mutter begleiten und seine Handlungen gleicht er an den persönlichen Erinnerungen an die patente Frau ab. In den vier Autobiografien besingt er die Mutter als moralischen Kompass und Stützpfeiler in Zeiten der Not. Die wichtigste Lektion: Als schwarzer Junge wirst du es schwerer haben als die anderen. Drum hadere nicht, sondern arbeite härter, streng dich doppelt so schwer an. Also eine Leistungsmoral sozusagen. Und weiter: Wenn ein weißer Junge dies und das fertig bringt, dann kannst du es auch. Komme ja nicht und entschuldige dich wegen deiner Hautfarbe für dein Versagen. Eine Arbeitsethik, die es in sich hat, in einem US-Amerika der Segregation und systematischen Diskriminierung, aber auch Warnung vor dem faulen Arrangement mit Erniedrigung und sozialem Abseits und ewiger Ansporn im Streben nach Selbstaufwertung oder dem Vergrößern des eigenen Resonanzraums. Zudem bester Dünger für die zahlreichen Talente. Das Leistungsethos bringt aber auch eine gewisse Ruhelosigkeit mit sich. Oft fühlt er sich geplagt vom eigenen Leistungsanspruch. In seinem Gedicht In Retrospect konstatiert er: Perhaps I was luckier than most. My eyes and ears seldom slept. Ensnared in the web of innocence and confusion, they could find no time to sleep. Ein Getriebener. Die Prägung durch die Kindheit im ländlichen Kansas wird Parks ein Leben lang begleiten. Die Sehnsucht nach der Weite der Landschaft, die Fähigkeit, das Wetter zu lesen, oder der Umgang mit dem Tier. Er hat Heu gemacht oder gejagt, konnte Fährten lesen und Fallen stellen, hat Elefanten und anderes Vieh vorbeiziehender Zirkustruppen zur örtlichen Wassertränke geführt, Obstbäume leergeräubert, nackt im Fluss gebadet und Forellen gefischt. In einer solchen Umgebung denkt man als Kind nicht unbedingt darüber nach, ob man die ausgetragene Kleidung der Geschwister erbt oder vielleicht lieber neu hätte. Parks wird später sagen: We were poor, but I didn't know. Vor allem die Liebe zu Pferden und zum Reiten wird ihm ein lebenslanges Bedürfnis sein, dem er, soweit er es einrichten kann, nachgeht. Die Grundschule ist nach schwarzen und weißen Schülern getrennt. Die Highschool ist es nicht. Fort Scott ist eine derart kleine Gemeinde, dass sich die Stadt keine zweite Highschool leisten kann. Wie es auch in einem optionalen Staat wie Kansas eigentlich üblich gewesen wäre. Also optional meint USA, Jugend in den 20er Jahren bei Parks, gab es, ich glaube, 4 oder 5 Staaten, bei denen die sozusagen geregelte Rassentrennung optional war. Es gibt da starke Differenzen, die sich sozusagen durch dieses Riesenland ziehen und Klüfte zwischen Nord und Süd und so weiter, also der ganze Südosten, komplett durchgesetzte Rassentrennung, da war nichts zu machen. Und der mittlere Westen hat auch darauf verzichtet, das in solchen staatlichen Institutionen zwangsweise durchzusetzen. Es gab aber immer natürlich wieder Seiteneingänge und so weiter und so fort, die dann wieder geregelt waren. Also nur in Kansas blieb das offen, was ihn zum Beispiel auch schwer getroffen hat. Denn was man auch so manches vergisst man ja, zu erwähnen, aber zum Beispiel die Friedhöfe waren ja auch nach Ethnien getrennt und als seine Mutter stirbt, wird die dann also da auf diesem nicht so schönen Teil
dort in Fort Scott beerdigt. Wenn Sie The Learning Tree sehen, gibt es eine Beerdigungsszene der Mutter dieses Protagonisten, der heißt der Newt Winger. Und da sehen Sie, da gibt es eine Kamerafahrt, die geht so horizontal von links nach rechts, so ganz ruhig, über den Friedhof. Und diese Fahrt verfolgt eine weiße ältere Dame, wie sie gerade andächtig war an einem opulenten Grabmal und dann so eine Allee überquert und dann so runter, geht da so ein Hügel runter, die Kamera immer weiter und da findet dann die Beerdigung von der Mutter des Newt Winger statt. Auch das ist das jetzt filmisch nicht weiter erwähnenswert, aber wenn Sie wissen sozusagen, es gab diese Trennung und das hat ihn getroffen, dann sehen Sie sozusagen diese Anekdote, diese Verletzung in dieser Szene in The Learning Tree. Ja. Man teilt sich die Schule mit Ausnahme von Sportveranstaltungen wie Baseball und Football. Hier sind die Schwarzen ausgeschlossen. Als Parks im Alter von 16 Jahren, wie so viele Schwarze in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, im Zuge der sogenannten Great Migration, also der Wanderbewegung aus den ländlichen südlichen Gebieten in die nördliche, überwiegend industriell erschlossenen Ballungsräume zieht, um in St. Paul in Minnesota zunächst zu seiner Schwester zu ziehen, nimmt sein Leben unerwartet Fahrt auf. Und jetzt wird's spannend. Praktisch über Nacht wird der Teenager zum Mann und muss sich gegen die rauen Winter Minnesotas genauso behaupten wie gegen die Unbill schlecht bezahlter Jobs, gelegentlicher Obdachlosigkeit oder der Frage, wo er die nächste Mahlzeit herbekommen soll. Was nun folgt, ist der ganze Katalog der oft zitierten und selbstverständlich abenteuerlichen frühen Lebensstationen Parks. Er spielt eine Zeit lang halb professionell Basketball und kommt mit dem Team ein bisschen herum. Später spielt er Klavier in Honky-Tonks und ist als erster Geschirrträger zuständig für das Nachgießen des Trinkwassers auf den Tischen der Gäste des eleganten Laurie Hotel, Downtown St. Paul. Abend für Abend spielen berühmte Big Bands für die privilegierten Besucher des großen Speisesaals. Hier hört er zum ersten Mal, dann kann ich auch was trinken, ganz kurz. Hier hört er zum ersten Mal die Stars des Swings jener Zeit wie Glenn Gray, James Kaiser, Burt Lawn oder Jack Teagarden. Der Bandleader einer gastierenden Band, den er je nach Autobiografie mal Larry Fung, mal Larry Duncan nennt, ist eine Unkenntlichmachung, auch das ganz interessant bei Parks. Er war Feinden nie gram und hat die nicht verraten. Ja, das kommt gleich warum. Betritt eines Tages den Speisesaal und wird Zeuge, wie Parks, der sich unbeobachtet wähnt, die Zeit vor der Öffnung des Saals nutzt und am Klavier auf der Bühne vor sich hin klimpert. Dabei übt er auch seine eigene Komposition No Love, die er frei spielt und singt. Duncan zögert nicht lange und macht mit Parks einen Deal. Spontan setzt er ihn mit seinem Arrangeur zusammen und sie werkeln an dem Song herum, bis er vollendet und orchestral spielbar ist. Am nächsten Abend wird No Love im Rahmen des Musikprogramms aufgeführt. Natürlich, wie zu dieser Zeit üblich, während einer Live-Rundfunkübertragung aus dem Laurie. Parks Name wird im Programmheft neben denen von Duke Ellington oder Cole Porter geführt. Der Song kommt derart gut an, dass er 2 bis 3 Mal am Abend gespielt wird. Parks hat eine Art frühen Hit. Er wird in die Truppe um Duncan aufgenommen und tourt eine Weile als Pianist und Sänger mit der weißen Band durch die Lande. Als der Bandleader in New York mit den gesammelten Einnahmen der Band durchbrennt, löst sich das Orchester auf und Parks steht wieder einmal ohne Job und ohne klare Perspektive da. Gestrandet und ohne Geld befindet sich Parks in Harlem, dem Mekka der Schwarzen, nannte man so, und stellt dort zunächst erleichtert die beruhigende Überzahl schwarzer Menschen im Straßenbild fest. Allerdings versteht er ebenso rasch, dass die schützende Anonymität der Großstadt keinen Platz für ländliche Etikette und ethnische Solidarität lässt. Landeier wie ihn erkennt man in New York der 1930er Jahre daran, dass sie auf offener Straße dem vorbeiziehenden Passanten mit einem Gruß bedenken, den Hut ziehen oder gar dem Nachrückenden die Tür aufhalten. Ein Unterfangen, das in der sprudelnden Hast des überbevölkerten Harlem scheitern muss. Was Parks ebenfalls feststellt, ist die allgemeine Präsenz von Armut und Straßengewalt. Muslimische Straßenprediger, die das baldige Ende weißer Vorherrschaft und Unterdrückung verkünden, reihen sich neben Hehler, Luden, Freudenmädchen und Taschendiebe. Das Chefpersonal, ne?
Daneben registriert er zugleich die schier berstende kreative Energie dieser Stadt. Wenn er Anfang der 1940er Jahre von Washington aus seine erste unter professioneller Anleitung erfolgte Arbeit als Fotograf aufnimmt, wird er immer wieder nach New York zurückkehren, um hier auf Motivsuche zu gehen. Zu verführerisch ist das Angebot an Gesichtern und Situationen. Und ich schaue gerade, ob ich irgendwas von New York sehe. Sagen wir jetzt Washington. Also er pendelt während seiner Zeit dann später in Washington ein bisschen immer hin und her und kommt immer wieder auf Harlem zurück. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt in der Arbeit von Gordon Parks. Und das ist dieser Begriff der Waffe. Und Sie haben es ja gesehen in dieser Literaturliste, Choice of Weapons ist ja der Titel der ersten Autobiografie. Und er wird später gefragt, und erklärt es da auch und so, dass er die Kamera als seine Waffe gegen Unrecht und Ausgrenzung und so weiter betrachtet. Das wäre nur eine, the Choice of Weapons. Also man fragt sich jetzt, wo sind die anderen, was bedeutet das noch und so. Und auch das ist interessant, da gibt es natürlich auch eine Antwort drauf. Denn auch hier sozusagen gibt es wieder diesen moralischen Kompass sozusagen der Mutter, der wieder bemüht wird. Und er sagt das gleich, das ist Liebe, Würde und Aufrichtigkeit. Das hätte man jetzt nicht vermutet sozusagen, dass das sozusagen als ernstzunehmende Waffen bezeichnet würden. Aber in diesem im Parkschen Denken ist das sozusagen eine weiche Kraft, die er nutzt, um aufmerksam zu machen auf Missstände. Und das heißt, wir reden hier nicht nur sozusagen von der Waffe als Selbstverteidigung, von der Waffe als Aggressionsinstrument, um auch Dinge aufzudecken und so weiter. Die Fotografie bietet sich ja geradezu an dafür. Sie hat eine lange Tradition, sozusagen ist auch in der Frühzeit der Fotografie gibt es die fotografische Flinte und so weiter. Also sie ist sowohl technisch eine Waffe als auch eine analytische Waffe und so weiter. Es gibt im Jünger kennt auch die Fotografie auch schon als Waffe, weil der weiß genau sozusagen als Frontsoldat, in dem Moment, wo eine Stellung überflogen wird und fotografiert wird, ist sie sozusagen zum Abschuss freigegeben. Die Waffe, die Kamera sozusagen als Analyse- und Aufdeckungsinstrument. Und dieses Bild natürlich, auch der Sichtbarmachung von etwas, das ragt natürlich da auch mit hinein. In diesen sozialkritischen Ansatz, den Parks eben verfolgt hat. Und den sehen wir hier und jetzt kommen wir mal langsam zu den Filmen, die wir heute noch sehen wollen. Das ist die Live-Reportage für die Freedom's Fearful Foe Poverty in Brasilien, in dem Parks den Protagonisten des ersten Kurzfilms kennenlernt, nämlich den Flavio da Silva. Das ist eine Geschichte für sich selbst. Es gibt später, in den 70er Jahren, wird Parks dazu nochmal ein gesondertes Buch veröffentlichen, wo er die Geschichte von Flavio da Silva auch nochmal eingehender schildert. Es gibt also diese Fotoreportage, es gibt diesen Film, es gibt eine Zeit seines Lebens währende Verbundenheit zu diesem Knaben und so weiter. Worauf ich auch nochmal aufmerksam machen möchte: Wir sprechen gerne auch vom zweiten Leben der Fotografie. Damit ist Folgendes gemeint. Sie sehen in dem mittleren Bild oder überhaupt auf dieser linken Seite, das ist also so, eine, wenn Sie die Live aufschlagen, dann ergibt sich dieses Bild, diese Seitenarchitektur, das ist also vom Layouter und so weiter so arrangiert. Und
rechts daneben haben sie sozusagen die Fotografie, wie sie Parks in Anführungszeichen gesehen hat und wie sie sozusagen konzipiert ist. Das ist natürlich eine Herangehensweise, auch natürlich völlig legitim, so machen das Zeitschriften eben, die müssen ja mit anderen Dingen arbeiten, unter anderem auch mit Text und so weiter, der in Einklang zu bringen ist mit allem. Aber sie müssen sich klar machen natürlich, dass so wie diese Fotografien, diese Bildmotive und so weiter wahrgenommen wurden im Kontext der Zeitschrift und so weiter, so sind sie gewissermaßen, führen sie eine zweite Existenz, wenn sie sich die in einer Ausstellung angucken. Ja, also so sind sie den Zeitgenossen, wie sie sie in der Ausstellung vorfinden, sozusagen nie zugänglich gewesen in dem Sinne. Später dann durch Ausstellung und so weiter, aber eben nicht in diesem Kontext, für den sie auch gedacht waren. Das war ja ihre Funktion. Sie sollten ja sozusagen diese Geschichte erzählen. Wichtig ist auch, das müssen Sie sich klar machen, diese Fotoreporter und überhaupt die Journalisten dieser Zeit, die hatten auch einen enormen Luxus gewissermaßen oder ein Arbeitsverfahren, Herangehensweise, nämlich sich für die Themen auch Zeit zu nehmen. Und das ist deswegen ein Luxus, weil es eigentlich heute vom Tisch ist, sozusagen, dass sie ein Thema sich heraussuchen und sich lange damit beschäftigen. Parks war 3 Monate in Rio de Janeiro, in dieser Favela, die dann nochmal im Film auch genauer besprochen wird. Da gibt es so einen Off-Kommentar. Begegnet dort dem Flavio da Silva, der damals 12 Jahre alt ist, schwer lungenkrank und so weiter, und beschäftigt sich mit dem und sagt, das ist interessant, da machen wir die Reportage mit und so weiter, die eigentlich erstmal so allgemein über Armut in Rio de Janeiro erzählen soll. Und was Parks jetzt hier macht, ist, er sozusagen sucht sich den raus und personalisiert diese Geschichte auch. Das ist immer sein Ding. Er taucht da ein und Schicksale haben immer Name und Adresse und sind sozusagen klar auch erkennbar und bekommen eine Stimme durch ihn. Ja? Das ist ganz entscheidend. Das ist eben auch mit dem Flavio der Fall. Er lernt das in Washington DC, wie gesagt, 1942 kommt er dahin und ermöglicht durch ein Stipendium der Rosenwald Foundation damals. Und er sucht sich die Farm Security Administration, die Fotoabteilung, die damals die Aufgabe hatte, sozusagen das große Resettlement propagandistisch, bildpropagandistisch zu unterstützen. Also verschiedene Maßnahmen, Pakete, die unter Roosevelt in Gang gesetzt wurden, sollten sozusagen dokumentiert werden. Es gibt eine ganze Garde von enorm wichtigen Fotografen des 20. Jahrhunderts, die daraus hervorgegangen sind, aus dieser Behörde. Und es gibt sozusagen eine wichtige Figur, das ist Roy Stryker. Das ist der Chef dieser Fotoabteilung in der Farm Security Administration in Washington DC. Das ist John Vachon, das ist ein enger Freund auch später von Gordon Parks, der hatte angefangen dort das im Archiv zu arbeiten und ist dann sozusagen über Umwege auch Fotograf geworden, ganz wichtige Figur auch. Russell Lee und Arthur Rothstein, und die tun jetzt hier so, als gucken sie sich was an. Und solche Fotos gibt es immer wieder von dieser Behörde, die haben also auch genau gewusst, dass sie da irgendwie was Historisches machen, haben ein Riesenwerk hinterlassen. Und was Parks da versteht, ist, dass er eine klare Bildsprache finden muss, die Informationen sozusagen mit seiner Aufnahme liefert, ohne dass es irgendwelche Missverständnisse geben kann. Das ist schwierig, weil diese Bilder müssen natürlich auch spannend sein, aber
sie müssen eigentlich auch in ihrer Kommunikationsaufgabe funktionieren und stimmig sein. Was Parks als Parallelprogramm immer gefahren hat, war, dass er Modefotografie gemacht hat. Dieser sozialkritische Ansatz Parks schloss sich nie aus. Das musste auf der einen Seite Geld finden, auf der anderen Seite gab es diese Aufträge. Und hier sehen Sie auch, es gibt gewissermaßen Überschneidungen. Hier ist Flavio. Das ist eine Modestrecke für Live und mit einem Model. Und es gibt sogar Gesten, es gibt die Art und Weise, wie der Umgebungsraum inszeniert wird mit in Verbindung mit den Körpern und so weiter, ähneln sich. Also das ist wieder eine Serie über die Rassendiskriminierung in den Südstaaten. Und hier haben sie von 1956 ein Mannequin auf den Straßen von New York. Ja. Und Sie sehen, es gibt sozusagen, es sind wie visuelle Echokammern, die da, das ist hier wieder aus der Harlem Gang Serie, das ist der Red Jackson. Und hier wieder ein Mannequin. Und Sie können sagen, es sind hier Bildinhalte, die verschieden sind, aber das ist eine Stimme gewissermaßen, die hier spricht. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, sozusagen, wie einer auch dieses enorme Werk schaffen kann und sozusagen auf der einen Seite ja auch völlig emotional und Farbe bekennt und eingreifen will, auch in soziale Schieflagen und so weiter, und sich diese Themen aussucht und annimmt und für sie brennt, und auf der anderen Seite sozusagen Mode inszeniert, die ja sozusagen nichts weiter eigentlich erzählen will als diese Mode. Das ist natürlich interessant, also sozusagen Tiefgang und kommerzielle Fotografie gehen hier nebeneinander und sind irgendwie, hat man den Eindruck, sind sie irgendwie auch verwandt. Ja? Perry Thomas, das ist der zweite Film, den wir sehen, habe schon gesagt, heute in Schwarz-Weiß. Parks hat geschrieben, das wissen wir jetzt, und er hat sich für Lyrik interessiert und er hat sich für interessante Typen interessiert aus New York, aus Harlem. Es gibt eine große lateinamerikanische Gemeinde in Harlem, deswegen nennt man das diesen Teil dann auch Spanish Harlem, und da gibt es einen Dichter, Perry Thomas, den Parks kennenlernt und mit dem er auch einen Film zusammen inszeniert. Das sind erste Gehversuche, sehr interessant. Wenn Sie diesen Film sehen, sehen Sie, glaube ich, auch viele Vorwegnahmen von interessanten Straßenszenen von Shaft. Down These Mean Streets bei Perry Thomas war auch so eine Art Bestseller. Perry Thomas war anders als Parks, hat auch eine schlingernde, rasante Jugend gehabt, aber war tatsächlich kriminell. Er saß im Gefängnis und kommt so irgendwie raus, ein bisschen wie Iceberg Slim, und sagt, okay, das war's jetzt, ich schreibe jetzt. Und Perry Thomas wird darüber hinaus auch noch, ich glaube, hat auch soziale Projekte gemacht und Jugendarbeit und so und Kids von der Straße und so. Und Down These Mean Streets ist auch so eine Art Biberkopfsche Alexanderplatz-Großstadt-Hymne, die schildert, fiebernd erzählt und so weiter. Und Lyrik, die Dichtung von Perry Thomas, seine Schilderungen von diesem brodelnden Spanish Harlem und der Film gehen hier Hand in Hand. Das ist sehr interessant. Also es gibt enorm viel zu erzählen über Gordon Parks. Das ist ein Kosmos für sich selbst. Und genau, es gibt noch eine kleine Ankündigung. Wir machen jetzt Schluss, aber es gibt noch eine Ankündigung. Im Dezember, am 11. Dezember gibt es eine Veranstaltung in der Börse. Und da wird auch nochmal eingehend zu Gordon Parks zu reden sein. Es wird zu Gast sein Annette Brauerhoch, Filmwissenschaftlerin und heute auch zu Gast.
Und Simon Wendt, Historiker und Amerikanist aus Frankfurt. Und da werden wir nochmal Gelegenheit haben, die ein oder andere Sache, die jetzt vielleicht nicht erwähnt wurde, auch nochmal genauer zu besprechen. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich unsere Webseite an, deutschebörsephotographyfoundation.org. Und ansonsten wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Vielen Dank.